Und wir kommen jetzt zu dem letzten Speaker in diesem Blog und ich freue mich sehr, ihn ankündigen zu dürfen. Dafür müsst ihr wissen, er ist der Mann für Herzensangelegenheiten. Die Frau hat schon alle so, yeah! Und das dürfte auch wirklich sein, ihr dürft euch wirklich auf ihn freuen. Er ist tatsächlich Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Aber das alleine qualifiziert ihn ganz definitiv nicht für den Mann der Herzensangelegenheiten. Er sagt, die komplexen Erkrankungen in einfache Worte zu fassen und die verständlich zu machen für die Patienten, für ihre Angehörigen, das ist ihm wirklich eine Herzensangelegenheit. Und genau deshalb gibt es auch ihn als Herzensdoc Nana in den sozialen Medien. Also schaut da gerne mal rein. Und ich finde es besonders wichtig, dass Ärzte, die wirklich einen harten Job haben, ich möchte da wirklich keinem Arzt zu nahe treten, ich weiß nicht, ob ich den Job machen könnte, aber es passiert uns doch allen ehrlich gesagt ganz oft, dass wir das Gefühl haben, der Arzt ist vielleicht fachlich wirklich mega, mega gut, aber man rusht so ein bisschen dadurch, man fühlt sich nicht gesehen als Patient, als Angehöriger. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, gerade wenn es um kardiologische Erkrankungen geht, also mein Vater wurde, als ich Teenager war, herztransplantiert, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, einen Arzt da zu haben, der nicht nur fachlich gut ist, und die waren alle verdammt fachlich gut, sondern der auch einfach versteht, wie es meinem Vater ging, wie es meiner Familie ging, wie es mir ging, als Teenager nicht zu wissen, ob ich noch weiter meinen Vater erleben würde oder nicht. Ich darf sagen, ich habe ihn noch 27 Jahre erlebt und freue mich sehr, dass es solche Ärzte gibt wie unseren nächsten Speaker, dem nämlich genau das so, so wichtig ist. Nicht einfach ein klasse, super ausgebildeter Arzt zu sein, sondern wirklich im Kontakt mit den Menschen zu sein, den Patienten zu sehen und ihnen somit weiterzuhelfen in diesen herausfordernden Situationen, die wir, glaube ich, alle kennen. Er sagt, dein Herz bist du. Und es ist nicht nur das Organ, sondern das ist das Zentrum unseres Seins. Herzlich willkommen auf der Bühne, Dr. Nana Bingpong Bhutta. Karneval 2015. Liebe, Freude, Bützchen. Die beste Jahreszeit. Aber genau dann sitzen vier gestandene Männer, drei Söhne und ihr Vater auf Intensivstation in der Universitätsklinik in Bonn. Und es geht um die Mutter der Familie, die dort schwer erkrankt liegt. Und diese drei Söhne sehen, wie die Mutter an der extrakorporalen Membranoxygenierung liegt. Das ist die invasivste Form der künstlichen Beatmung. Und diese drei Söhne und ihr Vater stellen sich nur eine Frage. Wird die Mutter das überleben? Und einer dieser Söhne bin ich. Wie die Geschichte ausgegangen ist, das werde ich euch noch erzählen. Danke. Aber an diesem Abend wusste ich eins, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und was uns geholfen hat, was uns getragen hat in dieser Situation, das war unsere Beziehung zueinander, unser Herz. Das Herz. Das faszinierendste aller Organe schlägt für dich und für deine Mission 70 Mal pro Minute 130.000 Schläge pro Tag. Und das ein ganzes Leben lang. Und es gibt keinen Motor, der auf diese Art nachgebaut werden kann. Aber das Herz, danke, genau, so sehe ich das Herz auch. Aber das Herz ist eben nicht nur dieser faszinierende Lebensmotor, sondern vor allem eins, ein Symbol der Liebe, der Zuversicht und der Freude. Und genau das versuche ich auf der Intensivstation und im Herzkatheterlabor
mit den Patienten, die ich betreue, und mit den Angehörigen zu teilen. Ihr seht, ich bin gerührt, weil es mein Traum ist, das auch mit euch zu teilen. Wie bin ich eigentlich Arzt geworden? Ich hatte als Kind diese Lieblingsserien. Es war einmal das Leben. Kennt ihr jemand von euch? Jawohl. Super. Ihr durftet als Kinder Fernsehen, das ist gut. Und in dieser Serie, da sind so kleine Männchen und die machen eine Reise durch den menschlichen Körper. Und da lernen sie die verschiedensten Organe kennen. Das Herz, die Leber, die Niere. Und das war für mich immer schon faszinierend. Und irgendwann war ich Teenager, 16. Was macht ein 16-Jähriger, der keine Ahnung hat vom Leben? Der geht ins BITS. Kennt das jemand? Das ist keine Disco. Das ist das Berufsinformationszentrum. Kennt das jemand? Und ich habe keine Ahnung, was da bei euch rausgekommen ist. Aber bei mir war das Ergebnis, was meine Berufung ist, on point, auf den Nagel. 16 Mal von 20 Vorschlägen stand dort, werde Mediziner. Frauenarzt, Kinderarzt und eben auch Herzarzt. Und heute bin ich interventioneller Kardiologe. Das sind die Jungs und Mädels, die Stents implantieren in Notfällen, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Und im Rahmen der wissenschaftlichen Ausbildung wurde ich der erste Ghanaier mit Weltraumerfahrung. Sogar das durfte ich erleben. Ihr seid toll. Aber ich habe eins gesehen in über 2 Jahrzehnten der Wissenschaft und Medizin. Einen Stent zu implantieren, jemanden auf offener Straße wiederzubeleben oder im Weltraum zu schweben, das ist nicht mal die halbe Miete. Warum?